Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Pius Schmidli, Schweizer in Thailand. Wir haben Samstag, den 10. Dezember 2022 um 12.45 Uhr und ich bin hier vor der Walking Street unterwegs und werde jetzt gleich mal durch die Walking Street fahren. Ich wollte eigentlich mal schauen, wie es mit der Straßenbemalung aussieht, aber es scheint seit meinem letzten Update von der Walking Street nicht mehr gegangen zu sein. Also sprich, sie haben nicht mehr weiter gemalt. Ja, Mittag oder morgen Mittag, Nachmittag sind da relativ viele Autos parkiert. Es hat aber auch so einige Leute unterwegs, die da durchlaufen, was mich eigentlich erstaunt hat. Was mich weiter auch erstaunt hat, es sind fast keine Geschäfte mehr angeschrieben zu vermieten oder zu verkaufen. Also an der Walking Street ist doch so einiges gegangen. Es werden aber noch Lokale umgebaut. Das hat man vorher soeben gesehen auf der rechten Seite. Hier der Bemalte-Teil der Walking Street. Es kommt dann später nochmals ein bemalter Teil. Natürlich auch hier von der Zeit her die Geschäfte noch geschlossen. Die öffnen hier erst am Abend. Was aber zu scheint, verschiedene Partys im Gange sind heute Abend. Zwei, drei Geschäften hingen Luftballons. Ja, hier rechts wird auch fleißig gebaut. Da ist noch alles abgesperrt. Und wir kommen schon langsam in Richtung Ballyhai Pier. Von Ballyhai Pier her gehen die ganzen Schnellboote und die Fähren raus auf die Insel Koh Lan. Ich werde mein Motorrad jetzt hier mal abstellen und wir gehen dann zu Fuß um die Ecke ins Ballyhai. Ja, und weiter geht's zu Fuß. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier am Ballyhai aussieht, da wir wieder mal verlängertes Wochenende haben. Montag ist noch ein Feiertag. Pattaya ist sonst schon relativ voll mit Touristen und an dem Wochenende, vor allem an dem verlängerten Wochenende, kommen viele Einwohner aus Bangkok runter nach Pattaya, um das Wochenende hier zu verbringen. Überall Tafeln, Plakate von Schnellbootanbietern. Relativ viele Motorräder im Sand draußen und auch hier, nicht nur am Pier, sondern auch hier am Strand, etliche Schnellboote von Touranbietern. Ja, auch hier Tours auf die Insel, die da angeboten werden. Nochmals ein Blick zu den Schnellbooten. Also hier lädt Baden nicht mehr ein, auch wenn man über die Bucht von der Pattaya Beach schaut, waren während der Covid-Zeit fast keine Boote mehr draußen und jetzt ist die ganze Bucht wieder voll mit Booten. Ja, da sieht man die Leute, die aufs Pier rauslaufen. Auch draußen auf dem Pier hat es doch relativ viele Leute. Ich jetzt um das Gebäude rum, von der hinteren Seite her. Da drüben das Parkhaus, welches voll zu sein scheint. Auch hier warten doch so einige Leute, welche auf die Insel wollen, mit Rucksäcken, auch mit Koffern.
ich denke mir mal, dass Kolarn das Wochenende wieder ausgebucht ist. Ich war 2 oder 3 Mal auf Kolarn während der Covid-Zeit. Es war so richtig entspannt auf der Insel. Habe ein Motorrad gemietet oder einen Roller gemietet und bin von Strand zu Strand gefahren, über den Hügel, um die Insel eigentlich. Und es war wirklich schön, nicht mehr viele Leute draußen. Gut, für die vom Tourismus leben, natürlich schlecht. Aber für uns, die hier leben, war es so richtig entspannend. Ja, auch hier wieder ein Stand am anderen an mit Touranbietern. Auch hier sieht man unterschiedliche Preise von den ganzen Fahrten nach Kolarn. Ein Blick raus auf das Ballyhai. Vorher hat man noch Benzinkanister gesehen, denen noch Flaschen mit Öl dazugegeben werden. Auch hier Leute mit Gepäck, die rumsitzen, rumliegen. Sonnenbrillen, Strohhüten hier vorne und Sonnenbrillen. Ja, doch so einiges an Betrieb hier. Minibusse, die Leute abgeladen haben. Dreirad-Taxis zu den Parkplätzen, die etwas weiter entfernt sind. Es war auch der ganze Ballyhai-Platz voll mit parkierten Autos. Radbusse, die auf Leute warten oder Leute abgeladen haben. Und ich gehe jetzt wieder links weg hier vorne und gehe wieder zurück zur Walking Street. Ja, das war's mit einem Update von der Walking Street, vom Ballyhai Pier. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch und abonniert doch meinen Kanal. Bis demnächst wieder auf diesem Kanal. Tschüss, tschüss.